In der letzten Episode war ich ja erfolgreich Bademeister oder eigentlich auch gar nicht so erfolgreich, denn naja, es gab eine tatsächlich Massenschlägerei mit dem Gesundheitsbeamten, der meine Pommes-Frittenbude zumachen wollte. Erwartungsgemäß habe ich den Job verloren. Aber die Polizei hat mich freundlicherweise als Ausbilder aufgenommen und heute ist mein erster Tag als Polizeiausbilder und ich erwarte eigentlich auch schon... Hallo? Hä? Hallo? Gott, das sind schon die Nervensägen. Hallo? Hallo, ja, ich bin doch da. Hä? Hallo? Ja? Ich habe gerade meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht. Ja? Und ich wollte fragen, ob ich mich bewerben kann hier. Ja, natürlich, herein. Bewerbung wie, angenommen. Okay, was geht nee, da? Doch nicht hinter den Tresen. Ich habe eine Pistole. Oh. Passen Sie auf, oder ich muss schießen. Oh, okay. Sonst zeige ich Ihnen direkt mal. Hier sind nämlich direkt die Gefängniszellen. Wenn Sie weiter so... unfreundlich. Okay. Aber ich bin minderjährig, sie dürfen mich nicht erschießen. Ich weiß nicht, ob man da Polizist... gegen das Jugendschutzgesetz. Bisschen mehr Respekt vor der Polizei, bitte. Ja, und dahin, ich sehe doch noch einen Bewerber. Ich die Hände hoch, Polizei, nehmen Sie die Hände hoch! Sie tragen bereits Uniform, das ist verboten! Festgenommen, Sir, ich möchte Polizist. Erstmal ziehen ich war Sie. Trucker gewesen. Erstmal ziehen Sie. Also als Trucker hat man keine Polizeiausrüstung an. Erstmal ziehen Sie. Ja, ja, richtig. Jetzt ziehen Sie mal Ihre Uniform aus. Sie müssen die sich nämlich erst verdienen. Und ich entschuldige mich recht herzlich für die Schussattacke. Ich schenke Ihnen 3 goldene Karotten. Oh, danke schön. Okay. Dank. Im Notfall habe ich aber auch noch einen Taser, ne? Okay, also zuerst machen wir mal Einzelinterviews, da muss ich kontrollieren, ob Sie überhaupt geeignet sind, Polizist zu werden. Okay. Herr Candy, setzen Sie sich mal hier auf die Wartebank und Frau Elina, wir führen hier mal in meiner Wachtmeister-Kahüte mal ein Bewerbungsgespräch. So, ich habe hier ein fettes Gaming-Setup, wow. Manchmal bin ich ja auch fetter Minecraft-Zocker in meiner Freizeit. Also ich zockst du gerade Fortnite OG? Ja, weg, hallo, bleiben Sie auf Ihrem Platz, mit dem bitte. Creator Gubenza? Ich taser dich. Oh, Entschuldigung. Was war das denn? Das war gar nichts, haben Sie ja nichts gesehen. So, warum wollen Sie denn, also ich sehe Sie doch gar nicht, weil müssen wir den Monitor mal abbauen. Dankeschön. Oh, können Sie sich einstecken? Kann ich den behalten? Ja, ist eine Belohnung, können Sie behalten. Geil. Ist alles auf Kosten der Polizei, juckt mich gar nicht. Sagen Sie mal, warum wollen Sie denn Polizistin werden? Also, ich will Polizist werden, weil dann rettet man Menschen und... Die Hände hoch, Polizei! Mir reicht's jetzt. Entschuldigung, Entschuldigung, sorry. In die Zelle mit Ihnen. Los. Ey, es tut mir leid. In die Zelle. Komme ich hier wirklich nicht mehr raus? Sie sind jetzt festgenommen. Sie gehen nämlich kann die wirklich nicht mehr raus. Sie gehen mir auf die Nerven jetzt, Ruhe, so. Ja, okay, also dass man Menschen helfen will, das ist ja grundsätzlich was sehr Gutes. Ja. Halten Sie sich denn für geeignet? Sie müssen schießen ja. lernen, ja, Sie müssen fahren lernen, Verfolgungsjagden, Sie müssen auch körperlich im Parkour-Test fit sein. Es gibt insgesamt 3 Prüfungen, die Sie absolvieren müssen und Sie müssen am Ende des Tages auch einen Einsatz erfolgreich bewältigen. Sind Sie ich ja will hier raus. Lass mich hier raus. Wer ist das? Candy, wie soll ich denn dich hier durchbuxieren, wenn du dich verhältst wie ein Geisteskranker? Lasst mich hier endlich raus. Wollte der sich nicht vorhin noch bewerben? Ich will in die Freiheit entlassen werden und mein Leben wieder leben. Ich will hier raus. Junge, ja, komm raus. Hey, danke, Chef. Aber muss Lehrer. Seine Akte nicht clean sein, wenn er hier arbeiten will? Gibt das einen Akteneintrag? Bitte nicht, ich werde mich ab jetzt benehmen. Ja. Es tut mir leid. Haben Sie denn etwas, was den Akteneintrag verschwinden lassen könnte? Natürlich 2 goldene Karotten, die offizielle Landeswährung. So wenig. Oh, aua, aua, aua. Was? Ich bin vergiftet. Nee, ist gar nicht gut. Ihr seid nicht vergiftet, ihr seid getasert. Der Strom. Ja, ganz ehrlich, also mit dem habe ich gar keine Lust, ein Bewerbungsgespräch zu finden. Der ist mir viel zu anstrengend. Sie sind auch angenommen im Bewerbungsprozess. So. Aber warte, ich habe Ihnen noch nichts gezeigt, was ich Cooles kann, damit ich Polizist werden kann. Ja, ja, zeigen Sie mal, was können Sie denn? Guck mal, hier. Backflip? Ich kann einfach Backflip, Bruder. Okay. Darf ich Bruder nennen? Nein, ich bin Ihr Vorgesetzter. Oh. Ich bin Wachmeister Benson. Ab jetzt übernimmt das FBI. Danke Sie sind Anwärter und Sie sind doch Anwärter der Polizei und nicht des FBI. Das ist eine massive Straftat. Ach ja? Ab hier übernehmen wir. Fortnite zocken. Au!
okay, es war Spaß. Ich habe mich nur verkleidet. Ich bin Scandy, sorry. So habe ich gar nicht gemerkt. Beginnt okay. Die Ausbildung? Wir rüsten uns jetzt alle aus. Kommt mal mit hoch. Denn hier oben, wie man lesen kann, ist Ausrüstung da. Ausrüstung? Wow, was? Büro und Ausrüstung hier. Wow. So, die ist... Jeder hat ein fettes Gaming. Hier ist übrigens der Oberwachmeister, Peter Meyer. Aber mit dem legen wir uns nicht an. Wenn ihr bei denen hier Faxen macht, der... So, und hier, wir müssen hier zur Rekrutenausrüstung. Das kann man nur mit einer Sicherheitskarte öffnen, die nur ich habe. Das ist hier top gefährlich nämlich, ja. Können Sie das öffnen? Ja, geht mal rein hier los. Ja? Alter. Und hier könnt ihr euch ausrüsten. Da ist noch Polizeirekrut Gambo. Gambo, ja, der ist leider durch den Nasentest durchgefallen. Seine Nase hat nicht in, weil du musst auch manchmal Masken tragen, eine Schutzmasken. Und seine Nase hat nicht in die Schutzmaske gepackt. Deswegen musste er leider aussortiert werden. Ja, da fallen viele durch. So, jetzt könnt ihr eure Uniform tragen. Ihr habt Taser, Munition, alles am Start, Granaten. Sir, was ist das hier? Schauen Sie mal. Das ist ein Granatwerfer. Ich will meine Granaten wieder, bitte. Okay, dann wollen wir jetzt zum Schusstraining, Freunde. Kommt mal mit. Okay. Ihr müsst natürlich erst eure Fertigkeiten an der Waffe beweisen. Also ist auch mein erster Tag hier. Ich glaube aber, das war hier. Also, Elina, du wurdest gerade anders nass gemacht. Ja, der kann schon. Der Herr Candy kann Moves. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich will das auch. So, hier müssen wir noch nicht hin. Bitte öffnen. Nein, wir müssen hier hin. Erstmal müssen wir uns mit Schusswaffen natürlich ausrüsten. Wir sind hier unter Verschluss, ist doch klar. Fettags Gaming Setup. Ich nehme mir auch mal. Ihr habt alle Munition, die ihr braucht. Pistolen, Granaten, alles am Start. Jeder kriegt eine Reihe. Genau. Hallo. Alle abknallen, ey. Raus jetzt hier, los. Okay, ich bin bereit. Hier ist die Schussanlage sozusagen. Man kann Button drücken, da spawnt man Ziele und die müssen getroffen werden. Als erstes tritt Elina an. Okay. Du musst alle Ziele treffen. Es kann aber auch falsche Ziele geben. Wenn du die triffst, ist schlecht. Das gibt Minuspunkte. Am Ende des Tages kann nämlich nur einer von euch beiden Polizist werden. Was? Das wusste ich gar nicht. Das ist Competition. Ja, es ist ein Wettbewerb. Ihr müsst beweisen, Elina, was ihr drauf habt. Ich werde dich platt machen, ich werde besser als du schießt, ich werde dich platt machen, Alter, ohne Witz, Alter. Ich habe dich schon von Anfang an platt gemacht, wie so ein Pfannkuchen, Alter. Was? Oh mein Gott. Ich habe auch Realschule. Ich habe in der Realschule unterrichtet noch vor 2 Wochen, bis ich rausgeschmissen wurde. Da schicke ich sie zurück hin. Ja, aber der eine Schüler hat doch da in der Schule gelebt. Da muss man doch auch was machen gegen, egal. Ich gehe also, nicht Elina, wieder zurück zu meinem Trucker-Job. Ich werde Polizist. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh Gott, alle in Deckung, Hilfe, was macht die denn mit der Knarre? Halt die Waffe doch mal fest. Boah, du machst die richtig gut weg, Elina. Du machst das super. Ich habe keine Munition mehr. Doch, Der letzte Nahkampf auch mal wichtig. Alles mit einer Hand im Sprint, das war sehr stark. Danke schön. Herr Lehrer, das war richtig so? Das war... Sorry, ich hab dich vergessen. Das war nicht mit... Ich wollte meine Karotten aussehen. Ist da einer die Kameras? Die bewegt sich. Wir werden beobachtet. Wachtmeister Meier kocht zu. Pass auf, ne? Okay. Okay, jetzt du, Candy. Also... Okay, wenn das richtig war, dann warten Sie mal ab, Herr Lehrer. Das jetzt kann ich besser. Na, okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wieso schießt ihr denn alle? Nein, die hat die Granate geschmissen. Entdeckung, Elina! Oh nein! Naja, er hat die Ziele getroffen. Aber sie sind nicht tot. Na, dann helfen wir ihm ein bisschen. Ja, wir sind ja... Wenn er von der Krankenstation... Genau, wir sind ein Team. Herr Candy, geht's Ihnen gut noch? Hilfe! Ist der in der Zelle? Nein, er ist hier. Oh. Ah, hier. Hey. Geht's Ihnen gut? Hab ich es geschafft? Ja, das war super. Yeah. Wer war besser? Der Punkt geht an... Ja. An wen? Candy. Yeah. Ich hab's dir gesagt. Elina, man zielt nicht mit Waffen auf andere Personen.
Genau. Ich habe mich nur so sehr für ihn gefreut. Ja, so die Option der Granate war sehr kreativ. Aber es ist ein sehr enges Battle. Lina, du hast natürlich noch ein Heimspiel. Ja, das okay. Autorennen. Oh, ja, da bin ich richtig gut. Herr Lehrer, warten Sie mal kurz. Elina, komm mal ganz kurz, bitte. Elina, pack bitte den Granatwerfer wieder ein. Elina, einmal kurz vor die Tür, bitte. Vier-Augen-Gespräch. Hör mir mal zu, ja? Ich werde diesen verdammten Job kriegen. Und damit ich auf Nummer sicher gehe, wirst du weggetasert. Aua! So. Das werde ich dem Polizeimann sagen. Ich werde dich Fieseling niemals gewinnen lassen, was? Alter. Ohne Witz, ich werde das hier für die Gerechtigkeit ich von der Stadt von... Ich werde allen dein Geheimnis verraten. Was, was ist dann? Was ist denn mein Geheimnis, hä? Was ist damals passiert in der Schule? Das machst du nicht. Das musst du nicht. Das werde ich tun. So, hallo, okay. Alles gut zwischen euch? Ja, alles bestens. Okay, na gut. Dann auf zur nächsten Disziplin. Disziplin. Auf zum Parkour-Training der zweiten Disziplin. Und zwar ist das genau gegenüber der Schussanlage. Ist das ein bisschen hier hin? Okay. Hier, seht ihr das? Den Parkour hier drin. Wow. Hier müssen wir rein. Alles gesichert. Wir sind ja hier schließlich in der Polizeistation. Ne? Na klar. So. Wow. Das ist sehr parkourmäßig. Okay, ihr müsst halt, ne, hier beginnt's. Ne, also hier ist halt jetzt. Ihr müsst ihr durch, einmal ringsherum parkouren, zack, zack. Und wer am Ende hier ankommt, also sprich da außen, wo wir gerade standen, der hat gewonnen. Ist das direkt 1 gegen 1 oder auf Zeit? Nee, das ist auf Zeit. Das ist auf okay. Zeit. Weil sonst habe ich nämlich Angst, dass ihr den Granatwerfer auspackt, ehrlich gesagt. Wer fängt an? Der Sieger fängt an, Candy. Du musst vor. Okay, vorbei. Ich lege vor. Die Zeit ist ready. Sag, wenn du ready bist. Auf die Plätze. Fertig. Ja. Los. Ein guter Polizist muss immer wohlgenährt sein. Oh, der nimmt dich anders, Hopselina. So, er kriecht durch die ersten zwei Hindernisse. Nein, das ist falsches Wasser. Das ist. Man muss sich auf alle seine Instinkte verlassen. Was muss ich hier machen? Über die Wand. Festhalten drüber, genau. Okay, ja, was ist hier? Auf alle Instinkte verlassen? Ich gehe über die Wand drüber, dann werde ich ja nicht geslot, ey. Richtig, guck mal. Schlau. Jetzt laufe ich weiter. Eine Granate muss man werfen, aber nur so tun und dann weiterlaufen. Taserschuss nach hinten, um Angreifer abzulenken. Ja, jetzt schaffen. Vierer-Jump. Oh, der Vierer-Jump war. Nein, der ist tot. Er muss von neu anfangen jetzt. Das ist aber alles geplant. Man arbeitet nämlich mit den anderen Behörden zusammen, auch mit dem Rettungswagen. Und deswegen läuft man den Parkour nochmal neu. Sagt doch den Kollegen, dass guck mal in die Fässer. Ich glaube, in den Fässern ist was drin übrigens. Oh, hier ist wirklich was drin. Like und nein. Oh, nein. Wow, 20.000 Likes sind da drin. Das ist ja krank, was ich hier sehe, Alter. Okay, das gibt minus 5 Sekunden. Ey, geil. Sag mal, Candy, musst du einen Vierersprung schaffen können. Bei der Polizei muss man Vierersprünge schaffen können, Candy. Easy. Okay, der Vierer-Jump. Spider-Man. Stimmt, du kannst das richtig abusen. Ja, Candy, deine Zeit läuft. Also du solltest jetzt hier mal... Junge Candy, so kannst du da nicht zur Polizei. Halt dich doch wenigstens fest mit Rechtsklick an dem Scheißstein. Mach ich doch, ich mach das wirklich. Oder halt dich an der Wand fest. Geht nicht, man rutscht runter, ich kann mich nicht festhalten. Guck, dann schaff einfach nicht. Den Vierer. Mach einen Wall-Jump. Ja, mach einen Wall-Jump. Oh, Bruder! Das sah krank. Es geht weiter, das kann ich auch noch sehen. Alle sind unter 10 Sekunden bisher. Unter 10 Sekunden. 10 Sekunden okay, geschafft. Easy World Record. Okay, er kriegt 9 Sekunden Abzug für die Likes. Aber dann ist er halt bei 2 Minuten. Okay, Lina, ich wünsche dir viel Glück. Okay, 2 Minuten musst du brechen. Auf die Plätze. Plätze fertig. Los. Na, okay, oh, sie hat natürlich jetzt einen Vorteil. Ne? Sie kennt schon den Parcours, muss man fairerweise natürlich sagen. Ja. Da wollte ich zu viel. Uiuiui. Alter, mein Minecraft ist gerade fast zu. So. Du hast dich da drüber gehechtet. Alter, Candy, die macht, die nimmt dich so auseinander. Da? Sie macht Übermoves. Das habe ich ja nie mal im Leben gesehen, sowas. Okay, ich kann das nein, nicht Nein, verdammt, jetzt habe ich hier... Nein, wer schießt hier durch die Dings, Alter? Weiß ich nicht, wer schießt hier? Candy! Wir müssen ermitteln, wer das war. Alter, Candy, die Lina macht so krasse Moves, Zeit. Alter. Schlechte Zeit, was für leider. Schlechte Zeit, sie hat noch 1,5 Minuten. Leider schlechte Zeit. Junge Candy! Ich hab's geschafft und ich komme wieder zurück, rückwärts, bam, 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 bam. 44 Sekunden, sie hat dich nicht nur besiegt, sie hat dich vernichtet.
Aber das sah, muss ich ehrlich sagen, wirklich krank aus. Die ist da gehechtet und gejumpt, Hürdenlauf links, rechts. Das war wirklich komplett wild. Naja, ich sag mal so, wir kommen noch zur Fahrprüfung, da werde ich alle einstecken. Es steht 1-1, genau. Und jetzt kommen wir zur Verfolgungsjagdprüfung. Wir haben 3 Motorräder für die erste. Die haben aber nur einen Holzmotor. Wir sind also in der langsamen Kategorie. Au! Okay. Seid ihr ready für das Rennen? Wir fangen hier links an. Es kann nur also ich fahre nur spaßenshalber mit, weil ich Bock habe. Aber ihr, bei euch zählt, wer als erstes 3 Runden geschafft hat, hat gewonnen. Schießen, tasern, schlagen, Granaten, alles jegliche Art ist verboten, verstanden? Okay. Elina, du musst noch einen Ticken vor. Genau. Auf die Plätze. Ich werde hinterherfahren, oft chillig. Ich lasse euch vorfahren. Auf die Plätze, okay. Fertig, los. Okay. Der ist überschnell. 3 Runden, Leute. Boah, ich sehe nichts. Ja, ciao, mit au. Der bleibt irgendwo hängen, Alter. Der bleibt irgendwo hängen. Hey, Linsky, ich werde Polizist und du wirst als erstes in die Zelle gesteckt. Also der... Lina. Also der Sieger... Boah, der kann ja gut fahren. Verdammt, der kann so gut fahren. Also und der Sieger wird Polizist aus diesem Rennen, Leute. Oh, nein. Du hast nur noch 1,5 Runde Zeit, Elina. Ich schaff das. Der bleibt irgendwo hängen. Elina, auch mal schlau abkürzen im Leben vielleicht. Schlau abkürzen im Leben? Ja. Ey, ich bin gute so schnell. Idee. Ich bin der gute Erste. Idee. Ich bin so schnell, ey. Wow, bin ich schnell. Ich hab ihn überholt. Hey, Elina, wie schnell bist du? Oh mein Gott. Mann, ich bin so krass. Du bist ein Motorrad als ich, ey. Unfair. Wow, Alter. Elina Hamilton. Die Kraft. Oh nein, da schießt jemand. Meine Reifen. Schießt hier, wir müssen ermitteln. Turbulenzen! Oh nein! Oh, es war eine Sekundenentscheidung! Beide haben betrogen, perfekt! Ja, damit hat Candy das Ding leider zwar. Also, was heißt leider? Edina? Candy kann nicht gewinnen, wenn ich ihn gleich mit einem Granatwerfer umschieße. Ja, schieß mir auch egal. Tu das nicht! Schieß, Edina! Hemmung, hast nicht drauf! Tu es nicht! Ein echter Polizist würde jetzt schießen! Oh, Alter, ich war komplett blind! Lina, gib mir den Granatwerfer und die Granaten, ich schieße. Mehr, aber ich habe keine Granaten, das ist das Problem. Herr Candy, erster. Ich kann nichts mehr sehen. Gib mir gib mir Granaten. Herr Candy, ich beglückwünsche Sie recht herzlich zum Abschluss der Polizeiakademie. Oh, danke. Es gibt aber noch zum Abschluss eine Mutprobe, ja, die jeder Polizist alles schaffen muss. Lina. Mein Leben, das läuft so schnell. Hey, Elina, alles gut. Elina, ich habe eine Überraschung. Plötzlich ist mein Opa gestorben. Er war vom Gesundheitsamt und da hat ihn irgendwie in vom, einer Pommesbude. Vom Gesundheitsamt. Elina, Überraschung, du hast es auch geschafft. Aber ihr müsst beide jetzt die Mutprobe. Okay. Mutprobe. Also bei der Mutprobe müsst ihr einfach nur stehen bleiben. Ihr müsst tatsächlich gar nichts machen, okay? Okay. Und man muss halt, also in einem Einsatz kann es halt auch mal passieren. Was wird... Dass ein Granatwerfer benutzt wird. Okay, wo ich jetzt bei der Polizei arbeite, kann ich ja rausrücken mit der Sprache. Ich habe euch alle nur verarscht, Alter. Ich wollte nur ein Polizeiauto hier haben. Sag dir das. So, ich hau jetzt ab, ihr Loser. Die hat ein Polizeiauto geklaut. Ich hab jetzt ein Auto, Alter. Davor war ich obdachlos und jetzt... Polizei, stehen bleiben. Was soll das? Ich bleib hier nicht stehen. Oh nein. Hoppla. Oh, okay. Jetzt muss ich hier... Okay, ich brauch Geld. Ich brauch mega viel Geld. Hallo? Wer ist hier? Oh, haben Sie Geld? Sie wollen mir kein Geld geben? Okay, zack. Tresor. Okay, der ist ziemlich krass gesichert. Eins. Jawohl. Oha. Da ist mega viel Kohle drin. Okay, schnell weg hier. Oh, Alter. So ein geiler Ferrari. Den ziehe ich mir auch ins Sinn. Ich bin jetzt reich. Schnell weg hier. Anwärter Officer Candy. Der stille Alarm beim Autohändler wurde ausgelöst. Wir müssen da schleunigst Alarm, hinkommen. Ja, na klar. Steigen Sie in ein Polizeiauto. Polizei, still bleiben. Let's go. Volle Kraft voraus. Weißt du, wo der Autohändler überhaupt ist? Du bist doch neu hier. Ich weiß, wo alles ist. Herr okay. Benson. Waffen nachladen, wichtig. Polizei, ergeben Sie sich. Okay.
Oh Gott, das ist ja die krummste Sirene, die ich je gehört habe. Hallo, Sie da, wen haben Sie hier gesehen? Haben Sie jemanden gesehen? Was haben da Sie hinten ist doch die Geflüchtete, sieht man doch. Hier, warte, lass mich vorlaufen, lass mich vorlaufen. Die schießt, pass auf. Oh Bruder, was sind das für Professional Moves? Okay, ich sehe nichts mehr. Ich schmeiß eine Flashgranate, pass auf. Meine Beine, linke Flanke. Ich habe Granate geschmissen, meine Beine! Okay, festnehmen! Kommen Sie mit! Festgenommen! Mann, Frau Elina, warum haben Sie das denn gemacht, ey? Weil? Ich wollte. Wer sind die Drahtzieher? Ich wollte Geld für meine Pommes, Bruder, wollte ich das sagen. Wer ist der Kopf des Ganzen? Rücken Sie mit der Sprache raus. Das werde ich niemals verraten. Die hat einen Drahtzieher! Die gehört zur Mafia. Nee, ich hab jetzt auch Feierabend. Ciao. Moment, ja, ich leg mich nicht mit der... Gambo ist nicht da, es ist Gambos die Antwort. Gambos der Drahtzieher. Kann sein, aber ich... Ja, die kann von mir aus abhauen. Ich leg mich nicht mit der Mafia an. So viel steht mal fest, Leute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst mir mal einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Abonniert natürlich auch den Kanal kostenlos. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Ciao.